Sowohl der Nasdaq als auch der US Leitindex S&P 500 haben Verkaufssignale jetzt bestätigt. Faktisch haben wir eine bestätigte Schulterformation mit gebrochener Nackenlinie. Schwamm drüber, dazu gleich mehr. Aber eins ist eben auch der Fall. Wir sind jetzt so überverkauft, sowohl beim S&P 500 als auch beim Nasdaq, wie noch nie in diesem Jahr 2023. Und dementsprechend steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen technischen Rebound sehen, dass wir eine Erholung sehen, dass da mal etwas dagegen kommt. Dennoch bleibt übergeordnet das Bild sehr kritisch, nachdem Fed-Chef Powell praktisch gesagt hat, Kinder, ich habe euch jetzt mal das Spielzeug weggenommen, jetzt müsst ihr gucken, wie ihr klarkommt. Faktisch ist nicht, oder sind nicht die Dotplots, das versuchte ich gestern zu zeigen, nicht der einzige Punkt, der hier entscheidend war, nämlich praktisch die Prognosen der Fed, dass die Zinsen über 5% bleiben in 2024, sondern es ist diese Balance Sheet Reduction, die letztendlich den Märkten schwer im Magen liegt. Also die Aussage von Powell, selbst wenn die Zinsen sinken sollten, werden wir weiter die Bilanzsumme reduzieren und man schreitet sofort zur Tat. Gestern Abend wurden die Daten zur Fed-Bilanz veröffentlicht und siehe da, die Fed hat die Bilanzsumme um fast 75 Milliarden Dollar reduziert. Das ist der größte wöchentliche Rückgang seit Juli 2020. Also man schreitet direkt zur Tat. Das entzieht natürlich latent den Märkten Liquidität und Liquidität ist das ganz, ganz große Thema. Die amerikanische Regierung emittiert Anleihen, als gäbe es kein Morgen. Irgendwer muss die kaufen, irgendwo muss die Liquidität herkommen. Gleichzeitig sehen wir, dass die Fed praktisch Anleihen nicht mehr verlängert, die sie in die Bilanz hat. Also letztendlich haben wir hier ein Liquiditätsthema an den Märkten. Und Paul hat bei seiner Pressekonferenz vorgestern etwas sehr Wichtiges gesagt, nämlich die positiven Realrenditen, also Renditen minus Inflation, jetzt positiv. Da wurde gefragt, wie er denn dazu steht. Da sagt er, das finde ich sehr gut. Also positive Realrenditen heißt, es gibt Alternativen zu Aktienmärkten. Faktisch hat Paul damit gesagt, ich bin nicht interessiert, dass die Aktienmärkte nach oben gehen, weil das eben Nachfrage schafft, damit die Inflation wieder nach oben geht. Und das genau hat man gestern dann vollgültig eingepreist. Es war ja schon am Freitag relativ stark runtergegangen. Gestern dann dieser Move mit dem größten Abverkauf seit März diesen Jahres. Bankenkrise, Regionalbankenkrise, alle großen Indizes jetzt unter ihrer 100-Tages-Linie, beziehungsweise die Small Caps, also der Russell 2000. Sogar unter der 200-Tageslinie, aber auffallend wieder Nasdaq, der schwächste Index, Dow Jones, der bessere Index oder der noch am vergleichsweise wenigsten schlechte Index mit nur 1,08%. Tech-Werte also werden verprügelt. Warum? Weil letztendlich Geld immer teurer wird, dazu gleich mehr. Und hier sehen wir diese von mir angedeutete Schulterkopf-Schulterformation. Schlechtester Tag gestern seit März 22 mit gebrochener Nackenlinie. Und wenn wir das jetzt mal nach klassischer Chartlehre fortschreiben, dann hat man um und bei den Abstand von der Nackenlinie zu dem Top, projiziert man nochmal nach unten und dann käme man beim S&P 500 so auf ein Kursziel dieser gebrochenen Schulterkopf-Schulter auf um und bei 4100 Punkte. Wären also nochmal so 230, 240 Pünktchen. Würde bedeuten, dass das so Pi mal Daumen 6,5%, 7% jetzt mal aus der hohlen Hand gerechnet bedeuten würde, was nach unten hier kommen könnte, aber nicht sofort oder nicht sehr wahrscheinlich sofort, denn wir sehen es hier, der Nasdaq ist nicht nur so überverkauft wie seit März nicht mehr, sondern wenn wir genauer hinschauen, der war noch nie in diesem Jahr so überverkauft wie jetzt. Wir haben also einen RSI, der schon praktisch unterirdisch ist, also ein relativer Stärkeindex. Wir sind sehr stark überverkauft, wie gesagt. Und normalerweise sieht man dann irgendwie ein Zurückschnappen, sieht man eine Reaktion. Hier sehen wir, wir haben jetzt den niedrigsten Schlusskurs seit dem 26. Juni, größter Abverkauf seit März 23 und das war zwei Wochen damals, nachdem die Silicon Valley Bank praktisch pleite gegangen war. Das war also jetzt der viertschwächste Schlusskurs in diesem Jahr, also da ist durchaus was passiert, aber wir dürfen ja nicht vergessen, vorher gab es diese massive Rallye.
Jetzt sehen wir, dass praktisch alle Sektoren bis auf drei deutlich überverkauft sind. Der am wenigsten überverkaufte Sektor ist Energie, nachdem der Ölpreis ja stark angestiegen ist. Aber vor allem Industrials, Materials und Consumer Discretionary, die sind stark überverkauft, dürften dann auch die Bereiche sein, die sich am ehesten wahrscheinlich erholen werden. Wir sehen den S&P 500 zwei Standardabweichungen unter seinem 50-Tages-Durchschnitt. Und hier sehen wir mal auch den VIX, der gestern, glaube ich, 16% gestiegen ist. Hier sehen wir, der ist jetzt knapp an der 200-Tage-Linie, oberer Chart. Und wir sehen, die ist immer wieder ein Widerstand. So zuletzt, bei dem letzten stärkeren Anstieg, ist der VIX da abgeprallt. Der Nasdaq 100, wenn wir uns das mal anschauen, der hat jetzt praktisch Trendlinie gebrochen. Aber der größere Aufwärtstrend seit Anfang des Jahres, den könnte man als noch intakt bezeichnen. Da sind wir jetzt dran. Möglich, dass wir das mal brechen und dann aber wieder zurückschnappen. Wir werden sehen, wie die ganze Geschichte ausgeht. Wichtig sind ja vor allem Dollar und Renditen. Es ist immer der Rendite, meine Damen und Herren, die wohl so entscheidend ist. Und hier sehen wir den Dollar. Der ist auch wichtig. Da haben wir zwar jetzt einen Golden Cross gemacht, also wenn zwei sehr stark beachtete gleitende Durchschnitte sich schneiden und der kürzere von unten den längeren schneidet, then we call it the Golden Cross. Gegenteil ist es das Cross. Geld ist tot. Kreuz, aber hier sehen wir ein Golden Kreuz. Und wir haben aber auf der anderen Seite, bei der Schwäche, die wir gestern im S&P 500 hatten, unten der Chart, sehen wir dennoch oben im Chart ein Hanging Man Kerze beim Dollar, was darauf hindeutet, dass wir zeitnah einen Rückschnapper beim Dollar sehen, würde den Märkten gut tun, würde auch dafür sprechen, dass vielleicht auch der Renditen ein bisschen fallen. Also technische Gegenbewegung sehr gut wahrscheinlich bei die Aktienmärkte. Dennoch sehen wir größter Ausfluss aus Aktien in diesem Jahr, in der letzten Woche. 18,9 Milliarden Dollar sind rausgeflutscht. Wir haben jetzt die größte 5-Tages-Verluststrecke beim IWM, das ist der Russell 2000, seit der Pleite der Silicon Valley Bank. Und wir haben pünktlich, hatte ja die Bank of America gesagt, do not worry, be happy. Ja, es wird jetzt stark nach oben gehen für die Aktien. Das Timing ist wirklich großartig. Man hat 5 Gründe dafür angeführt. Einer davon ist, everyone hates stocks. Naja, das kann man, glaube ich, nicht wirklich sagen, wenn man sich mal die Dinge anschaut. US Manufacturing Renaissance, von der habe ich auch noch nicht so richtig viel gesehen. Still room for positive surprises, keine Ahnung, das muss man sehen. Productivity and efficiency, naja. Also die Gründe sind so ein bisschen, ich will mal sagen, jetzt nicht so fürchterlich überzeugend. Man könnte eher sagen, naja, guckt uns doch, lass uns doch mal anschauen, übergeordnete das Picture. Ist doch schlichtweg, wir haben nach wie vor sehr hohe Bewertungen und die Kosten für Kapital steigen immer weiter. Wir haben eine invertierte Zinskurve, wir haben einen potenziell verzögerten Effekt, der mehr und mehr eintritt durch die Zinspolitik der Fed. Wir haben jetzt 10 Monate in Folge den ISM Manufacturing Index, von dem die Bank of America die große Renaissance erwartet. 10 Monate ist der unter 50, schrumpft also seit 10 Monaten. Wir haben gestiegene Ölpreise, wir haben keine Leadership mehr in diesem Markt. Und wir haben Contracting Corporate Fundamentals, also verschlechternde Daten für die Unternehmen. Und wir haben vor allem diese Realrenditen, was ich vorhin sagte, wo Paul sagte, das ist eine gute Sache. Und die werden immer positiver. Normal ist das eben nicht so gut für Aktienmärkte, wie wir hier sehen. Das lief ja jahrelang parallel. Aber jetzt hat es sich entkoppelt. Das heißt, entweder Realrenditen werden weniger positiv oder Aktien müssen runter. Eins von beiden, mehr Yibbedet-Net als Option. Hier sehen wir mal den Breadth, also die Marktbreite im Nasdaq. Neues Allzeittief. Der Nasdaq aber selber hält sich da noch relativ gut. Das heißt, die allermeisten Aktien sind echt ganz schön ausgebombt. Nur die großen Tech-Werte, die scheinen das noch zu halten. Dennoch sagt hier die Goldman Sachs, ja, es gibt erste Frustrationserscheinungen bei Hedgefonds etc. Hier sehen wir mal, dass jetzt die 10 größten Aktien im S&P, also Apple und Co., nie wieder, Tesla, Microsoft, Google, wie sie alle heißen, die machen jetzt 30,5% des Index aus.
Neuer Allzeitrekord seit dem Jahr 1980, also die Schwergewichte. Die Generäle, die müssen es halten, aber Yield wird immer teurer. Wir haben jetzt heute Morgen 4,50%. Der Zehnjährige gestern, zweijährige höchster Stand seit 2006, fünfjährige Rendite, das höchster Stand seit 2007 und so weiter und so fort. Also, wenn das steigt, hier nämlich der Rendite, dann wird es für die Aktienmärkte schwer. Und warum steigen die Renditen? Nicht eigentlich wegen der Inflation und auch nicht, weil die Notenbanken jetzt wahrscheinlich noch massiv die Zinsen anheben werden, sondern weil wir hier praktisch höhere Realrenditen sehen wollen oder die Investoren wollen höhere Realrenditen sehen. Angesichts vor allem des politischen Chaos, das jetzt in Washington tobt. Und dieses Chaos wollen wir uns mal anschauen. Da geht es eben jetzt darum, dass McCarthy es wieder nicht geschafft hat, durch praktisch das Abgeordnetenhaus, bei dem die Republikaner ja die Mehrheit haben. McCarthy hat es nicht geschafft, also eine Bill Funding, also eine Bill durchzubringen, die eben die Finanzierung etwa des Verteidigungsministeriums sichert. Und hier diese zwei Gegenpole, Zelensky war ja jetzt in Washington und McConnell, der sagt also, war mir eine Ehre und ganz wichtig, es geht nicht nur um Russland, sondern wenn wir Russland sozusagen degraden, dann hilft das uns auch, China im Zaume zu halten, während hier Josh Hawley sagte von den Republikanern, also wir müssen in unsere eigene Nation investieren und müssen China sozusagen in Grenzen halten und das tun wir nicht, indem wir sozusagen Geld in die Ukraine pulvern. Also das zeigt diese Pole und das macht es unfassbar schwer, wahrscheinlich, dass dieser Government Shutdown vermieden werden kann, sehe ich fast kaum noch Chancen angesichts dieser so zentralen Frage Ukraine-Finanzierung ja, nein. Dann müssen wahrscheinlich wir Deutschen ein paar Milliarden mehr reinstecken, so wie das aussieht, gell? Weil wir haben ja den Zweiten Weltkrieg faktisch gewonnen durch die Amerikaner, gell? Aber die sagen dann, aber dafür zahlt ihr, ne? Ihr seid jetzt zur Wirtschaftsmacht aufgestiegen, obwohl ihr diesen Krieg so krachen verloren habt. Also jetzt müsst ihr ein bisschen die Rechnungen bezahlen. Rechnungen ist auch das Thema hier. Autostreiks. Heute 12 Uhr US-Zeit läuft die Frist aus, die die Gewerkschaften gesetzt haben. Dann würde der Streik ausgeweitet. Folgen wären inflationär, hätten wir die Hälfte der Autoproduktion findet dann nicht mehr statt in den USA. Heute 15:45 kommen die Einkaufsmanager-Indizes USA. Wenn die schlechter ausfallen, das sind die frische Daten, dann dürfte der Dollar zurücksetzen, die Renditen zurücksetzen und die Aktienmärkte dürfte es freuen. Wenn das so kommt, we will see. Und hier noch Bank of Japan, die sagen, wir machen so weiter wie bisher. Also die sind im Yen-Crash-Kurs sozusagen. Die tun so, als hätte die Welt sich nicht verändert. Wir machen Stimulus. Auch die Deutschen werden Einkaufsmanager-Daten bekommen. Wenn Sie das Video sehen, sind die schon gelaufen. Es dauert einfach hier Produktion und Raufladen und so weiter und so fort. However, das wird interessant sein zu beobachten. Gewerbe haben wir eine leichte Stabilisierung gesehen, aber der Dienstleistungssektor kühlt ab. Und das sehen wir auch jetzt im Einzelhandel. IFO gerade heute Morgen, Lage verschärft sich, verschlechtert sich für die Einzelhändler. Also Dienstleistung wird schwächer, Manufacturing, also das Gewerbe dürfte sich stabilisieren. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Immobilienpreise, 9,9% im Absturz. Neue Daten, die heute Morgen frisch gekommen sind. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, morgens teilen Sie zunehmende Risiken für die Aktienmärkte. Warum, wieso, weshalb erfahren Sie da also diese beiden Empfehlungen? Ich empfehle mich jetzt und wünsche einen schönen Freitag. Servus, ciao.